Servus, liebe Kleeblatt-Fans. Tag 2 im Trainingslager und das bedeutet jetzt heute Morgen schon die zweite Einheit, die wir verfolgen durften. Gestern ging es um 17 Uhr mit der ersten Einheit los. Da hat Trainer Stefan Rutenbeck die Jungs schon ganz schön auf dem Trainingsplatz gefordert und genauso geht es auch heute weiter. Ungefähr 90 Minuten hat die Einheit am Morgen gedauert, bevor dann mittags erstmal das Mittagessen ansteht und wir auch noch zwei zusätzliche Spieler hier begrüßen dürfen. Stefan Schröck und George Davis sind im Trainingslager angekommen. Die zwei sind ja nachgereist, noch angeschlagen, können also auch noch nicht gleich mit der Mannschaft mittrainieren. Und das ist auch das Stichwort für Domi Kumbela, der momentan auch noch etwas kürzer treten muss. Heute Morgen zumindest schon mit unten am Platz Teile des Trainings mitgemacht. Wird die nächsten Tage jetzt immer wieder verstärkt eingebaut werden, nachdem er ein bisschen an Adduktorenproblemen leidet und das natürlich nicht verschärft werden soll. Die Trainingsbedingungen hier sind optimal. Kein Wunder, Martin Meichelbeck und sein Team haben sich im Vorfeld auch lange Gedanken gemacht, wo es hingeht. Und am Ende ist dann die Entscheidung für Saalfelden gefallen. Wir haben uns verschiedene Dinge angeguckt und es hat uns hier einfach gut gefallen. Ein Hotel bietet alles, was wir brauchen. Es ist modern, aber auch einfach. Und haben da auch sehr gute Regenerationsmöglichkeiten. Der Platz hier, mitten in der Natur, aber gut gepflegt, exklusiv auch für uns. Und ich glaube einfach, dass wir hier sehr ruhig und sehr konzentriert arbeiten können. Zweimal am Tag haben wir also Training, 9.30 Uhr und 16 Uhr. Mit Ausnahme an den Tagen, wo Testspiele stattfinden. Und morgen ist ja schon so ein Tag, wo gleich zwei Testspiele stattfinden werden, dass jeweils zweimal 11 Spieler auch Spielzeiten kommen werden, und zwar je 90 Minuten. Wir versprechen euch, wir halten euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden, zeigen euch dann auch Highlights aus den Testspielen und verbleiben heute erstmal mit sonnigen Grüßen aus Saalfelden.